Hallo und herzlich willkommen zur Videomodulbeschreibung Mathematik. In der Mathematik geht es um Zahlen. Klar, das wussten Sie schon. Aber wofür werden die vielen Zahlen gebraucht? Ein Beispiel. Ein Produkt wurde zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Das Symbol P soll für diese Preise stehen. So wurden unterschiedlich hohe Absatzmengen erzielt. Das Symbol X soll diese Absatzmengen bezeichnen. Eine wichtige Aufgabe der Mathematik besteht darin, Zusammenhänge zwischen Zahlen, in diesem Beispiel zwischen den Zahlen, die die Preise benennen, und den Zahlen, die die Absatzmengen angeben, durch Gleichungen zu beschreiben. Manchmal, wie hier, wird das vielleicht nur näherungsweise gelingen, zum Beispiel so. Aber wenn man erst einmal eine solche Gleichung hat, dann kann man daraus weitere Informationen gewinnen. Im Beispiel kann man etwa aus der Preisabsatzfunktion und den Beschaffungskosten eine Gleichung herleiten, die den Gewinn näherungsweise beschreibt. Ein plausibler Zusammenhang zwischen Verkaufspreisen und Gewinnen ist in dem Diagramm, das Sie hier sehen, als Graph dargestellt. Und bei welchem Preis wäre der Gewinn dann am höchsten? Auch das kann man hier ausrechnen. Hier ergibt sich übrigens ein optimaler Preis von ungefähr 11,10 Euro. Das war jetzt ein ökonomisches Beispiel. Im Studium erwarten Sie aber neben wirtschaftlichen auch technische Grundlagen. In beiden Anwendungsbereichen, Wirtschaft und Technik, braucht man Mathematik, um Zusammenhänge zwischen verschiedenen Größen zahlenmäßig zu erfassen und dann daraus neue Informationen herzuleiten, wie im Beispiel gesehen. So behält man dann den Durchblick, auch wenn man es mit vielen Zahlen zu tun hat. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.